Will ich darauf eingehen, was Italiens politische Lage, wirtschaftliche Lage, was die Umstände in Italien waren, vor den Jahren des Faschismus, in was für einem Wandel Italien begriffen war und was die linken und rechten Kräfte in dem Land für einen Konflikt ausgetragen haben. Und da werde ich dann genauer darauf eingehen, auf die Ideologie des Faschismus, auf die Art, wie der italienische Faschismus in einem langen Prozess an die Macht gekommen ist, aber auch darauf eingehen, was sonst für Bewegungen das Land damals bewegt haben. Ich fange damit erstmal kurz an mit einer kurzen generellen Einleitung über Italien vor 1915, vor dem Eintritt in den Ersten Weltkrieg. Italien war noch eine sehr junge Demokratie vor dem Ersten Weltkrieg, 1870 erst geeint. War Italien eine konstitutionelle Monarchie mit einem Parlament und einem Oberhaus. In dem Parlament war schon sehr früh eine sozialistische Partei vertreten, neben einer radikalen Rechtspartei und einer liberaldemokratischen Partei und noch anderen kleineren Parteien. 60% der 35 Millionen Italiener arbeiteten oder lebten auf dem Land. Dabei ist wichtig zu betonen, dass viele dieser Landarbeiterinnen komplett eigentumsfrei waren. Sie haben nur von der Hand in den Mund gelebt und auch ein weiterer großer Teil der Bevölkerung war nur Pächter oder Halbpächter. Feudale Strukturen haben sich im jungen Italien weiterhin gehalten. Und die großen Bevölkerungsmassen an Landarbeitern und auch an Stadtarbeiterinnen, die ärmeren Bevölkerungsklassen, wurden von der Regierung systematisch von der Demokratie ausgeschlossen. Das ging so auf dem Land, dass zum Beispiel die Agrarier, die Großgrundbesitzer für ihre Landarbeiter zur Wahl geschritten sind. Also dann konnten sie zum Beispiel 300 Stimmen statt eine Stimme abgeben. Und auch in der Stadt und vor allem in Süditalien gab es eine erhebliche Diskriminierung gegen und in ärmeren Vierteln, wo Wählen teilweise gar keine Möglichkeit war. Da herrschte eine gewisse Gesetzlosigkeit. Und trotzdem, trotz allem, industrialisierte sich das junge Italien stetig, wenn auch langsamer als andere Staaten, wie das Deutsche Reich. Und besonders im Norden wuchs eine junge Industriearbeiterinnenklasse heran. Es gab in Italien schon sehr früh verschiedenste linke Organisationen und Strömungen. Da ist zum Beispiel einmal der Anarchismus mit Malatesta, der Bakunin nahestand, also ein sehr früher Anarchist zu nennen, der schon in den 1880er Jahren in Italien aktiv war. Italien hatte sehr früh dafür, wie groß die Arbeiterschaft war, relativ große sozialistische Parteien und gewerkschaftliche Organisationen. Und mit dem Ersten Weltkrieg verschoben sich die politischen Kräfteverhältnisse nochmal erheblich. Der Erste Weltkrieg war etwas Besonderes für Italien. Das Italien, was eigentlich mit Österreich und dem Deutschen Reich verbündet war, stieg als Späteinsteiger 1915 in den Ersten Weltkrieg ein und sah sich im Ersten Weltkrieg, also sah sich im Ersten Weltkrieg vor allem, weil es sich Gebietsgewinne versprach, große Gebietsgewinne versprach. Im Land selber war der Kriegseintritt, der auch eben, so sieht man daran, dass er so spät erfolgt ist, nicht besonders beliebt. Man hatte auf der einen Seite Nationalisten wie Mussolini oder den Nationalpoeten und Dichter D'Annunzio oder Rechtssozialisten wie Giuseppe De Felice, die aus verschiedenen Gründen für einen Eintritt in den Krieg waren. Für Mussolini und D'Annunzio war der Krieg eher ein Weg, um Italien zu neuer Größe zu verhelfen, während für Rechtssozialisten der Krieg einen revolutionären Krieg darstellte. Man konnte, wenn man im Krieg gegen Monarchien war, mit beim revolutionären Werk Europas beitragen. Auch der Großteil der bürgerlichen Regierungen stand hinter dem Krieg. Die Doktrin vom heiligen Egoismus
die eigentlich dann nur ein Nationalismus war, wurde umgedreht vom heiligen Egoismus, Italien soll sich raushalten, zu einem heiligen Egoismus, wir müssen für Gebietsgewinne in den Krieg gehen. Aber es gab auch Teile der bürgerlichen Regierenden, also zum Beispiel der hier links abgebildete lange Premierminister Italiens Giolitti, der gegen den Kriegseintritt war, den er als sinnlos erachtete. Und der Großteil der Sozialisten, die Linkssozialisten, unter zum Beispiel hier einer von ihren Führern, Turati, waren genauso gegen den Kriegseintritt. Und sogar die Zentralgewerkschaft, die größte Gewerkschaft in Italien, war als einzige Gewerkschaft aller Gewerkschaften Europas gegen den Kriegseintritt. In Frankreich und in Deutschland sprachen sich die Gewerkschaften für einen Eintritt in den Ersten Weltkrieg aus. Und auch der Großteil der Bevölkerung stand klar gegen einen Krieg. Und deswegen war der Krieg nochmal so viel wichtiger für Italien und für die Entwicklungen in Italien, für die politischen. Denn der Krieg bedeutete am Ende, dass nach dem Kriegsende Italien auf einen riesigen Blutzoll zahlen musste. 700.000 Tote von den 5 Millionen Italienern, die in der Armee gekämpft haben. 1 Million Verwundete über den ganzen Kriegsverlauf von 3 Jahren und 500.000 dauerhaft Invalide oder Versehrte. Dazu war wirtschaftlich Italien durch den Krieg ziemlich heruntergewirtschaftet und es stand der Herausforderung gegenüber, nun von einer totalen Kriegswirtschaft auf eine Friedenswirtschaft umzustellen. Die 5 Millionen Menschen im stehenden Heer konnten natürlich nicht im Heer behalten werden und mussten wieder auf den Arbeitsmarkt geflutet werden, was vor allem im Süden Italiens, in dem die Industrie nicht die Vorhand hatte, sondern eher die Landarbeit, wo eh schon knappe Arbeitsbedingungen herrschten, es zu einer generellen Arbeitsknappheit kam. Es musste straff wirtschaftlich organisiert werden, damit überhaupt genug Leute ihren Lohn und ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Ein weiteres Problem war, dass im Süden Italiens ein großer Teil der Bevölkerung saisonal migrieren musste für Arbeit. Das ging nach dem Ersten Weltkrieg nicht. Man konnte in den Norden nicht migrieren, Italiens, weil dort die Arbeit genauso knapp war im Süden. Und die protektionistische Politik der anderen europäischen umliegenden Länder ermöglichte es, diesen saisonalen Migranten auch nicht in andere Länder zu migrieren, um Arbeit zu finden. Heimkehrer und Abrüstung führten zu einer lange Zeit bleibenden Arbeitsknappheit auf dem italienischen Arbeitsmarkt. Auch kamen alte Fragen italienischer Sozialpolitik wieder auf. Die Frauen, die Männer, die an die Front mussten, in ganz Italien, in der Industrie und auf dem Land, vielzählig ersetzt haben, sodass die wirtschaftliche Produktion in Italien nur um 10% während der ganzen Kriegsjahre unter dem Niveau der Vorkriegsproduktion lag, wollten ihre Unabhängigkeit, die gewonnene Unabhängigkeit nicht aufgeben. Und genauso wollten die Millionen Landarbeiter, die besitzlos waren, die Fragen nach dem Land und Landbesitz auf dem Land endlich geklärt haben. Und all diese Massen der Bevölkerung wollten eben auch ihre politische Vertretung auf einmal haben. Sie wollten, und sie waren durch den Krieg gestärkt dadurch, dass sie politisch vertreten werden wollten und eine Politik haben wollten, die ihnen ein anderes System gibt als das System des Vorkriegs Italiens. Hier noch einmal kurz eine Karte, auf der eingezeichnet ist, was für Gebietsgewinne sich Italien verhofft hatte nach dem Ersten Weltkrieg, welche Italien versprochen wurden, in Blau. Diese wurden in einem Geheimvertrag von London 1915, welcher von den Bolschewisten nach ihrer Revolution veröffentlicht wurde, Italien versprochen von den Ententemächten. Die Gebiete in Rot eingezeichnet sind die Gebiete, die Italien tatsächlich erobert und zugesichert gekriegt hatte. Was noch extra in dem Vertrag stand, war zum Beispiel die komplette politische Herrschaft über ganz Albanien sowie große Stücke aus dem Osmanischen Reich und aus dem Deutschen Reich, welche Feinde der Alliierten darstellten. All das hat das Italien nicht gekriegt nach dem Krieg, was noch Pulver später sein sollte für vor allem Nationalisten und Rechte. Dann einmal kurz zu der demokratischen Revolution, so wie sie genannt wird, 1919 in Italien, die nach dem Krieg passierte. Es gründet sich eine neue Partei,
Eine katholische, von dem Vatikan anerkannte Partei wird gegründet, eine Massenpartei, die sozialliberale Politik verfolgt. Und sie wird vom Vatikan gebilligt. Katholiken dürfen nun, ein Großteil der italienischen Bevölkerung war katholisch zu der Zeit, durften nun zum ersten Mal wählen und sich zur Wahl aufstellen. Gleichzeitig wurde ein riesiger Teil der Bevölkerung, nicht nur die 5 Millionen an der Front natürlich, durch den Krieg politisiert. Und zwar auf eine ganz bestimmte Weise, zu einer Art Pazifismus politisiert, weil der Krieg vielerorts als so sinnlos wahrgenommen wurde. Auch ein anderes Moment beeinflusste das Nachkriegsitalien nachhaltig. Das war der Mythos der einer vierten italienischen Republik. Damals befand man sich in der dritten, einer vierten italienischen Republik mit einer vierten Konstituante. Die kommen sollte, die ein besseres System darstellen sollte, eine bessere politische Interessensvertretung der Bevölkerung. Niemand wusste ganz, was diese Konstituante sein sollte, wie sie sein zu hat. Aber jeder wusste, dass es einen Wandel geben muss. Und Kräfte von rechts und von links füllten die Konstituante nach dem Krieg mit der Bedeutung, die sie in ihr sehen wollten. Alle außer der Sozialistischen Partei, die eben, weil alle Schichten der Bevölkerung davon sprachen, auch die Regierenden, nichts damit anfangen wollte. Auf diese wirtschaftlichen Entwicklungen und diese politischen Prozesse gab es verschiedene Reaktionen von rechts und von links, im Nachkriegsitalien. Die Rechten reagierten auf den Kriegssieg, der deutlich weniger territoriale Gewinne abgab, als versprochen, mit einer wilden Polemik gegen den Kriegssieg als eigentliche Niederlage, als verstümmelten Sieg. Dieser verstümmelte Sieg wird zur Legende und zum Mythos erst der Nationalisten und später der Faschisten. In diesem Mythos wird das Streben nach einem Imperium laut, also es wird laut, dass das verlangt wird. Man verlangt, dass die Monarchie wiederhergestellt wird, richtig. Man verlangt, dass Italien wieder zu alter Größe finden soll. Und Leute wie Mussolini, der vor dem Krieg noch der sozialistischen Partei angehörte, aber weil er Pro-Kriegspropaganda betrieben hatte, aus ihr ausgeschlossen wurde. Und auch wieder der Nunzio spielten eine wichtige Rolle in der Verbreitung dieses Mythos. Wie spielte ein Dichter und ein Nationalpoet eine Rolle da drin? Das war ein besonderes, relativ komisches geschichtliches Abenteuer, was der Nunzio nach dem Krieg unternahm. Der Nunzio setzte sich nämlich zum Ziel, die Hafenstadt Rijeka, heißt es heute, ein Teil Kroatiens, italienisch Fiume, zu erobern und dem italienischen Staat zuzugeben, diese Stadt zu annektieren. Warum? 60% der Bevölkerung waren damals Italiener der Stadt. Fiume war eine Art Symbol für die Nationalisten und das gelang D'Annunzio auch. Er scherte eine Gruppe von ehemaligen Stoßtrupps von Arditi, das ist, heißt die Mutigen. Das war eine besondere Eliteeinheit der italienischen Armee um sich, die er seine Legionäre nannte und marschierte mit ihnen, nachdem sie ein Militärboot gekapert haben nach Fiume, und eroberte diese Stadt. Das Ganze führte zu nicht viel. Das war eine kleine innenpolitische Krise, aber es wurde zu einem wichtigen Angelpunkt und Identifizierungspunkt der Faschisten später auch. Hier nochmal auf der Karte eingezeichnet. Ganz wichtig ist, dass Rijeka eigentlich nicht vorgesehen war, von Italien nach dem Krieg annektiert zu werden. Also es ist wirklich nur um diese 60% der Italiener, die da lebten und um diese Symbolwirkung ging. Und diese Mission von D'Annunzio, die halb erfolgreich, aber am Ende doch gescheitert war. Rijeka wurde ein selbstständiger Stadtstaat für wenige Jahre. War sehr wichtig für die frühe Entwicklung des Faschismus in Italien. Etwas, was auf der anderen Seite passierte, auf der anderen politischen Seite, 1919 bis 1920, waren die Biennio Rosso, die zwei roten Jahre, die 1919 und 1920 ihren Anfang hatten und die ein Ausdruck der Landarbeiterinnen und der
Fabrikarbeiterin war nach einem anderen System. Erstmal war die Frage nur wirtschaftlich. Es ging vor allem darum, dass die Lebenserhaltungskosten, die das achtfache Niveau von den Vorkriegslebenserhaltungskosten angenommen hatten. Leben war achtmal so teuer geworden in den Städten und auf dem Land Italiens und dazu wurde die Arbeit auch immer knapper. Wie sind diese roten Jahre abgelaufen? Die großen Gewerkschaften Italiens, darunter einmal die Confederazione Generale del Lavoro mit 2,2 Millionen Mitgliedern, die Federterra, eine sehr große Landarbeitergewerkschaft mit 1,5 Millionen Mitgliedern und noch weitere kleinere anarchistische Gewerkschaften oder in der Metallindustrie verarbeitende Gewerkschaften schlossen sich immer wieder am Anfang 1920 verschiedensten Generalstreiks an. Allein in den ersten 3 Monaten 1920 gab es 4 oder 5 Generalstreiks der öffentlichen Ämter. Es wurden Generalstreiks in der Metallindustrie ausgerufen und um Rom herum wurden 36.000 Hektar Land von Landarbeiterinnen besetzt. Insgesamt gab es 81 Streiks in der Industrie alleine 1920 und allein in den ersten 3 Monaten 1920 nahmen 500.000 verschiedene Streikende an den Streiks teil. Und diese Streiks fanden ihren revolutionärsten Ausdruck in den Metallbetrieben Turins und Mailands. Allein in Mailand wurden 300 Metallbetriebe besetzt. Es wurden sogenannte produktive Streiks durchgeführt, die darin so funktionierten, dass die Fabriken weiter zur Produktion von zum Beispiel den Arbeitern für eine Revolution nötigen Panzerfahrzeugen und so weiter betrieben wurden. Es wurden rote Garden gebildet und teilweise wurden Sowjets gebildet. Teilweise waren aber auch auf dem Land Formen der Selbstverwaltung vielfältig zu der Zeit. Die Arbeitskammern der CGL spielten eine wichtige Rolle, dass auf den Gemeinden, auf denen Arbeitsknappheit herrschte, auf dem Land, dass alle Landarbeiter Arbeit fanden. Die Camera de Lavoros von der CGL spielten eine zentrale Rolle im wirtschaftlichen Leben der Menschen und hatten auch eine gewisse politische Macht, die 1920 während den Streiks und Generalstreiks in ganz Italien ihren Höhepunkt hatte. Das Ganze endete aber in relativ wenig. Es endete darin, dass der Industriebetriebsräte von der Regierung gesetzlich vorgeschrieben wurden und in einigen anderen kleineren Reformen. Warum war das so? Die Frage der Revolution hing deutlich in der Luft. Eine erst wirtschaftliche Streikbewegung, die sich für 1,5 Jahre in ganz Italien hielt, wurde durchaus immer politischer, aber niemand konnte wirklich etwas daraus machen oder niemand hat wirklich etwas daraus gemacht. Anarchisten, die teilweise Betriebe von ganzen Städten besetzen konnten, in denen sie stark waren, hielten sich, weil sie eben nur in einigen Städten organisiert waren, an der CGL fest, an der großen Zentralgewerkschaft der Sozialistischen Partei, weil sie Angst hatten, Aufstände durchzuführen, in denen sie unterliegen könnten, weil sie nicht durch sich selber damit komplett zerschlagen wollten. Sie sahen sich als nicht stark genug. Kommunisten genauso, da wo sie organisiert waren, in der Sozialistischen Partei damals noch, halfen mit, zum Beispiel in Turin und in Mailand, Arbeiterinnenräte aufzubauen und um vor allem Militanz zu fördern. Aber weitere Schritte konnten sie nicht gehen. Erstmal, weil sie keine eigene Gewerkschaftsorganisation hatten und zweitens, weil sie sich auch nicht von der Sozialistischen Partei lossagen wollten und außerhalb der auch noch keine andere Organisation hatten. Die Sozialisten selber, die Sozialistische Partei, beschließt nach verschiedenen Gesprächen mit der Komintern und mit teilweise Lenin persönlich in Moskau, dass die Sowjets ausgerufen werden sollen und dass eine Revolution beginnen soll, aber unternehmen selber keine spezifische Aktion. Die CGL
die Großzentralgewerkschaft dagegen beschließt feste Aktionen, aber die sind im Gegensatz zu dem zu der Agenda, die die Sozialistische Partei ausruft, der Regierung Reformanforderungen zu stellen, wenn man im Arbeitskampf gerade die Überhand hat gegenüber den Arbeitgebern und den Großgrundbesitzern, den Industriellen, und stellt diese Forderungen an die Regierung. Diese Re Forderungen werden größermaßen akzeptiert 1920, teilweise später aber auch wieder revidiert. Was machen die Rechten währenddessen, während diesen roten Jahren? Benito Mussolini selber, der seine eigene Zeitung kurz vor dem Ersten Weltkrieg gegründet hat, nachdem er von der Sozialistischen Partei ausgeschlossen wurde, betreibt eine aggressive Polemik gegen die Streiks, mit Ausnahme von den produktiven Streiks, die Fabriken weiter betreiben. Diese wären für das Wohl der Nation gut, andere Arten von Streiks dagegen nicht. Aber er sieht sich nicht in einer Position, in der er besonders stark organisiert ist, und hilft ab und zu noch zum Beispiel bei dem Fiume-Abenteuer der Annunzius mit, indem er die Nachrichten und Pressemitteilungen der Annunzius veröffentlicht, aber hält sich auch zurück, sich in diesen roten Jahren 1920, 1919 weiter politisch aktiv zu verwickeln. Das Einzige, was damals schon beginnt, ist der Aufbau von Mussolinis Leibgarde und später von faschistischen Milizen. Wie macht er das? Er nutzt ähnlich wie D'Annunzio ehemalige Frontkämpferbünde, die relativ apolitisch eigentlich sind im Italien, im Nachkriegsitalien, versucht er anzulocken und gründet in einzelnen Städten, vor allem auch erstmal als seine Leibgarde, sogenannte Fasci Italiani di Combattimento, das heißt ka italienische Kampffasci oder Kampfbündel, wovon auch der Name des Faschismus später kommt. Und diese stellen die militärische Basis des Faschismus erstmal dar in den 1920er Jahren. Auf der anderen Seite ist Mussolinis Zeitung Il Popolo d'Italia, Bevölkerung Italiens, die sich damals schon, während der militärische Arm des Faschismus noch nicht ausgebildet ist, in reißerischer Polemik zu jeder Möglichkeit ergibt. Und von diesem Moment an, in den 1920er Jahren, beginnt Mussolini auf einem Weg der Illegalität und der Legalität seine Gratwanderung zur Machtergreifung, welche er immer im Blick hat. Die Illegalität des Faschismus ist am besten ausgedrückt durch die Squadristi, die faschistischen Milizen oder auch die Schwarzhemden, je nachdem, wie man sie nennen will, welche eine paramilitärische Organisation des Faschismus darstellen. Wie schon gesagt, werden sie erstmal aus den Adligen gegründet, besonders im Norden Italiens. Im Süden Italien dagegen, wo die Landwirtschaft die dominierende wirtschaftliche Form ist, wird sie aus den kriminellen Streikbrechern Süditaliens gebildet und stellt die erste wirkliche Basis des Faschismus dar. Am Anfang werden die Faschisten hauptsächlich auf dem Land und dann direkt finanziert von Großgrundbesitzern benutzt, um Streiks der Landarbeiterinnen zu brechen, aber entwickeln sich sehr schnell zu einer eigenständigen Kraft, deren oberstes Ziel die Zerschlagung der Arbeiterinnenorganisation auf Stadt und im Land ist. Man kann anhand von Zahlen der Mitglieder und der Sektion der Squadra di Azione, der Aktionssquadre, sehr gut erkennen, was für ein rasantes Wachstum der Faschismus in Italien erlebt hat. Im Oktober 1919 zählen die Fasci 22 Aktionsorte, also 22 Fasci, in denen sie organisiert sind, 22 Orte und 17.000 Mitglieder. Und Ende 1921, nachdem die zwei roten Jahre vorüber sind, haben sich ihre Mitgliederzahlen unermesslich vervielfacht.
Von März 1920 innerhalb von 1,5 Jahren haben sich die Mitgliederzahlen verzehnfacht und 2200 Fasci sind in ganz Italien gegründet. Und diese Fasci sehen ihr zentrales Ziel in der Zerschlagung der Bolschewisten. Das Werkzeug, was die Fasci benutzen, um die Arbeiterinnenorganisationen auf dem Land und später in der Stadt zu zerstören, sind sogenannte Strafexpeditionen. Was wird bestraft in diesen Expeditionen, die die Faschisten durchführen? Einfach nur die Tatsache, dass man sich politisch links organisiert. Die Ziele von den Strafexpeditionen sind Arbeiterkammern, sind Parteibüros, sind Eisenbahnerzirkel oder Volksheime, auch Volksschulen, jegliche Organisationen, die Ausdruck der Arbeiterinnen- und Landarbeiterinnenklasse sind. Die Fasci sind militärisch gegliedert und zeichnen sich vor allem durch eine militärische und strategische Operationsart aus. Sie sind extrem beweglich. Sie sammeln sich und koordinieren sich in Gemeinden um einen Zielort herum zusammen und treffen dann in diesem Zielort zusammen, um die Überzahl zu haben über die dort organisierten Arbeiter. Das ist die hauptsächliche Art der Verbreitung des Faschismus in den 1920er und 1921er Jahren. Sie wissen aber auch, dass, und das ist ein weiterer wichtiger Teil des Faschismus, dass sie nicht gegen übermäßig und große Gegner wie den Staat oder gegen eine stark organisierte Stadtarbeiterschaft kämpfen können und versuchen, sich mit dem Staat zum Beispiel zu versöhnen, während sie, wenn sie einer starken Konfrontation gegenüberstehen, als erstes den Rückzug als Option wählen, um sich dann wieder zu sammeln, in stärkerer Formation und den gleichen Feind nochmal anzugreifen. Also ein sehr, sehr militärisches Vorgehen. Diese Gewalt wird von der Polizei und der Armee geduldet. Teilweise, wenn nicht meistens, wird es unterstützt. Die ersten Waffen von den ersten Faschisten kriegen die ehemaligen Frontkämpfer aus ihren Kasernen geliefert. Und die ersten Lastautos, die sie benutzen, um mobil zu agieren, ebenso. Ich will mal an einem Beispiel zeigen, wie die faschistische Gewalt dann im Detail wirklich aussieht. Hier hat man die Arbeitskammer der CGL von Modena. Und unten rechts ist eine kleine Beschreibung von dem, was die Faschisten hier gemacht haben auf dieser faschistischen Postkarte. Zerstört und angezündet zum zweiten Mal am 5. August 1922. Und das ist eben das, was die Mittel der Faschisten waren. Benzin für die Gebäude und Knüppel und Dolche für die Menschen, die man angreift. Und wenn sich die Gegner zur Wehr setzen, dann werden auch Handgranaten und andere Waffen benutzt, um den Gegner niederzukämpfen. Auf der anderen Seite bewegt sich der Faschismus, während diese illegalen Organisationen, diese Milizen so rasant wachsen, in einer Legalität, die wichtig ist, um den Faschismus davor zu bewahren, vom Staat verfolgt zu werden. Mussolini weiß das und lässt erstmal, als der Faschismus noch nicht mächtig genug ist und als er noch nicht wirklich politisch organisiert ist, sondern nur in den Milizen, je nachdem, ob die Faschis wollen in den jeweiligen Städten, sie willkürlich an Ta Wahlen teilnehmen und die einzige legale Fassade stellt bis dahin die Zeitung Mussolinis, die quasi zur Parteizeitung geworden ist, und eine lose politische Organisation da. Dann 1921, als es fast zum Bruch zwischen dem militanten Faschisten und den politischer organisierten Faschisten kommt, gründet Mussolini die Partito Nazionale Fascista, um die Squadre unter eine politische Disziplin zu stellen. Das funktioniert auch. Schon bald zieht die PNF ins Parlament ein und die faschistischen Gewalttaten werden systematischer und weniger eruptionshaft ausgeübt.
Der Faschismus bleibt durchgehend in der Opposition und auch in der Legalität im Parlament ist das Hauptziel des Faschismus, eine Regierung der Sozialisten zu verhindern. Also nicht selber an die Regierung zu kommen. Denn die Sozialisten, die 1920 30% der Wählerstimmen hatten, waren ein ernstzunehmender Feind auf dem legalen politischen Schlachtfeld. Und diese legale Fassade und Vertretung muss aufrechterhalten werden. Mussolini weiß, dass er, wie ich schon so oft betont habe, dass er nicht gegen den Staat an die Macht kommen kann. Dazu aber gleich noch mehr. Jetzt würde ich übergehen, etwas über die Ideologie des Faschismus und des italienischen Faschismus zu reden und über die vier Hauptpunkte, die den italienischen Faschismus in den frühen 20er Jahren ideologisch ausmachen. Das erste, was jetzt, glaube ich, schon ziemlich offensichtlich geworden ist, ist, dass der Kampf gegen den Bolschewismus ein zentrales Ziel der Faschisten darstellt. Das zweite, was vielleicht durch das Fiume-Abenteuer und die Polemik, mit der die Faschisten den Weltkrieg begleitet haben, in den Weltkrieg und aus dem Weltkrieg raus, ist das Ziel der imperialistischen Eroberung nach außen. Und das dritte, der dritte ideologische Teil, ist, dass man das Volk vor allem als Masse, als formbares Objekt begreift. So sagt Mussolini zum Beispiel einmal, dass man die Bevölkerung Italiens als Kaserne für den neuen italienischen Imperialismus benutzen muss, der nach außen geführt werden muss, das ist ein vierter Punkt, der nicht nur den italienischen Faschismus auch ausmacht, aber besonders ihn. Dieser Krieg nach außen soll nämlich dazu führen, also auch der Krieg nach innen, der ja schon gegen die Sozialisten geführt wird, aber schließlich dieser Krieg nach außen soll dazu führen, dass das dekadente und verdorbene Italien, was in der Gegenwart existiert, erneuert werden müssen. Also es muss Blut fließen, damit ein neues Italien daraus geboren werden kann. Wirklich politisch aber sind die Faschisten und ist Mussolinis faschistische Partei erstmal eher eine Antipartei. Bei dem ersten Parteiprogramm, was beschlossen wird, sagt Mussolini auf einer Rede, auf dem gleichen Kongress direkt danach, der Faschismus kennt nur die Aktion, der Faschismus kennt kein Programm und annulliert damit quasi direkt das gerade eben beschlossene Parteiprogramm. Das Ganze ist ein zentraler Teil von dem strategischen Spiel, was Mussolini spielt. Er spielt erst mit den Interessen der Besitzenden, vor allem. Er lässt sie denken, dass der Faschismus ein Werkzeug in ihrer Hand ist, um die mit Angst betrachtete sozialistische Regierung, ob es jetzt durch Revolution oder durch Teilnahme am Kabinett ist, zu verhindern. Das ist das, was der Faschismus sein soll für die Besitzenden. Aber dabei bemerken die Besitzenden und auch die bürgerlichen Parteien bis zum Ende nicht, dass der Faschismus zu einer eigenen Kraft geworden ist. Das ist das zentrale Ziel, was Mussolini verfolgt. Das ist nämlich die Machtergreifung. Und er lässt sich dafür alle Wege offen und versucht, so viele Bevölkerungsgruppen wie möglich anzusprechen. Mussolini spricht sich für ein Frauenwahlrecht aus, was er schließlich, nachdem sie die Macht übernommen haben, auch durchführt. Nur leider wird ein Jahr später die Demokratie in Italien abgeschafft. Und gleichzeitig spricht sich Mussolini auch erst gegen und dann später für die Kirche aus, als er bemerkt, dass der Vatikan ein wertvoller Verbündeter ist. So schreibt er erst 1919 polemisch, dass er weder von den roten noch von den schwarzen Priestern was hören will, dass beide nur die Ideen von einem besseren und nie erreichbaren Morgen verbreiten. Und stattdessen muss man sich halt mit der faschistischen Aktion und mit der individuellen Aktion im Leben behaupten. Später revidiert er das Ganze und arbeitet mit dem Vatikan zusammen. Auch baut der Faschismus seine eigenen Gewerkschaften aus, um seine eigenen Massenorganisationen zu haben. Wie macht er das? Nun, er zerschlägt halt die schon vorhandenen Gewerkschaften und baut an die abgebrannten Arbeiterkammern, baut er seine eigenen auf. Diese verhalten sich viel gefügiger in Arbeitskämpfen und neigen eher dazu, zum Beispiel Tarifverhandlungen oder Lohnverhandlungen einfach abzublasen oder die Arbeitenden weiter zu zwingen, zu den gleichen Preisen zu arbeiten. Denn weiterhin herrscht Arbeitsnot und mit diesen Gewerkschaften haben die Besitzenden einen wertvollen Handlanger gewonnen.
Und bis zum Ende lässt sich dazu Mussolini alle Wege zur Macht offen, sowohl die illegalen Wege als auch die politischen, aber darauf werde ich gleich am Ende, wenn es gleich um den Marsch auf Rom geht, welcher das machtergreifende Ereignis ist, nochmal genauer illustrieren. Während das Ganze passiert, sind die linken Strömungen in Italien und auch die Arbeiter nach den vielen Streiks 1920 erstmal ohnmächtig. Bald werden linke Arditi di Popolo, also aus den gleichen Stoßtrupps des italienischen Heeres gegründet, die gegen die faschistischen Milizen kämpfen und die in Parma zum Beispiel, obwohl sie nur 200 Mann gezählt haben, mit Hilfe der Bevölkerung sich gegen eine faschistische Streitkraft von 10.000 Mann verteidigen. Aber insgesamt entwickeln diese Arditi keine Macht und verschwinden auch schnell im faschistischen Regime, nachdem der Faschismus die Staatsmacht übernommen hat. Es bleibt bei lokalen, regionalen Aktionen gegen den Faschismus, der immer national agiert und sich immer zusammenzieht, um die Dominanz zu haben in den einzelnen Kämpfen. Was noch passiert ist, dass die Sozialistische Partei sich spaltet. 1921 auf dem Kongress von Livorno spalten sich die Kommunisten ab und gründen ihre eigene Partei. Ohne gewerkschaftliche Organisation. Die bleibt bei der Sozialistischen Partei. Und von da an ergehen sie sich in zahlloser Polemik gegenüber den Sozialisten, die ja doch bei den Rechtssozialisten manchmal mit der Regierung liebäugeln und nichts geschafft haben, die Revolution durchzuführen, und so weiter. Die Sozialistische Partei selber ist in einer Starre gefangen. Sie hat, wie Moskau es empfohlen hat, wie Lenin es empfohlen hatte, direkt die Sowjets ausgerufen und sieht sich nun mit der neuen kommunistischen Partei gegenüber konfrontiert, hat aber gleichzeitig noch Rechtssozialisten in ihrer eigenen Partei, gegen die sie nicht weiß, wie sie vorzugehen hat, weil diese auf keinen Fall eine Revolution wollen und eine parlamentarische Koalition zusammen mit den Kommunisten und zum Beispiel der christlichen katholischen Partei wird gar nicht erst erwogen. Es wird keine klare Richtung eingeschlagen und in diesen 3 Jahren, in diesen 2 Jahren, nachdem die Pienio Rosso ihren Höhepunkt hatten, ist es schon zu spät, denn dann findet im Oktober 1922 der Marsch auf Rom statt. Ende Oktober halten die Faschisten ihre dritte Adunata in Neapel ab. Es kommen eine halbe Million Millionen Faschisten nach Neapel, um Reden zu hören. Und Mussolini spricht davon, dass der Marsch auf Rom vorbereitet wird. Währenddessen redet er aber zum Beispiel mit allen, sogar den linksgerichteten bürgerlichen ehemaligen Premiers, um eine mögliche faschistische Regierung zu ermöglichen. Und dann doch, als der faschistische Marsch, die Eroberung Roms, durchgeführt werden soll, kurz am Tag davor, am 30. Oktober, wird er vom König, der sich darauf einlässt, Mussolini zum Premierminister zu erheben, nach Rom gerufen. Und er lässt den Marsch zwar trotzdem stattfinden, doch es ist kein gewalttätiger Marsch oder ein erobernder Marsch, sondern ein symbolischer Marsch, der später zur Legende verklärt wird und wie hier auf dem Bild zu sehen, ab dann jedes Jahr als Jubiläum der faschistischen Machtergreifung abgehalten werden wird. Gut, wie geht es weiter? Der Faschismus in Italien ist die ersten 3 Jahre seiner Diktatur legal weiterhin an der Macht. Er hat noch nicht die komplette Macht übernommen und es finden sogar Wahlen statt 1925. Ab 1925 wird aber die Demokratie restlos abgeschafft. Und auf diese Umwandlung zu einer totalen Diktatur folgt dann die imperialistische Kriegstreibung, nachdem man sich im Spanischen Bürgerkrieg schon im Krieg getestet hat. In Afrika, dann später in Griechenland und an der Seite Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Schließlich, nachdem Süditalien von den Alliierten erobert wird, 1943, wird die Republik von Salò neu gegründet, in Norditalien, wo Mussolini auf Drängen und durch Zwang Hitlers wieder Staatsoberhaupt ist. Und
besonders in der Zeit von Salo, aber auch schon vorher, ist der italienische Faschismus Komplize im Holocaust, des Nationalsozialismus und der Kampf gegen die Arbeiterorganisation, der schon vor der Machtergreifung angefangen hat, geht natürlich im Faschismus nur umso brutaler weiter. Erst Anfang der 40er Jahre bildet sich mit den Partisanenbewegungen eine wirkliche Gegenkraft, die aber den Krieg dann doch auch nicht früher beenden kann, sondern die alliierten Kräfte sind es, die alliierten Armeen sind es, die schließlich den italienischen Faschismus besiegen. Mussolini selbst ist immer, auch in der Republik von Salò, der Duce und bleibt der Duce, der Führer Italiens, bis er schließlich 1945 auf der Flucht nach Deutschland von Partisanen festgehalten wird. Die wissen erst gar nicht, was sie mit dem Duce anfangen sollen. Sie konnten es gar nicht fassen, dass sie ihn gefasst haben. Und nach 2 Tagen Überlegen erschießen sie ihn schließlich und hängen ihn danach auf. Gut, das war's mit meinem Referat. Ja, also.